die Haut von den toten Tieren. Der Bartgeier wiederum. Achtung, Papa, guck mal. Das ist Knochen. Hey. Ich kann auch sehr große Knochen schlucken, wenn sie nicht reinpassen. Hey, rechnet sie einfach in die Höhe. Lässt sie mal die Knochen schmiede. Ja, dann fliegt er runter und kann in die kleineren Knochenteile und den Knochenmark aufnehmen. Und der letzte, der 4 Euro ist, was die anderen übrig lassen. Sogar die blutgetränkte Erde. Und so sorgen dann die 4 Geier in Europa dafür, dass Kadaver, dass tote Tiere entsorgt werden, damit ihnen keine Krankheiten, keine Seuchen ausbrechen. Selbst dann, wenn die toten Tiere verseucht sind mit Cholera oder Typhusbakterien, die in den Darmtrakt der Geier passiert haben, sind sie abgestorben. Das zeigt also, wie leistungsfähig, wie wichtig sie im Naturhaushalt sind. Zur Fütterung hier zu sagen, im Flugprogramm verfüttern wir dann überwiegend Eintagsküken. Daneben bekommen die drei Vögel Tauben, Wachteln, Kaninchen, Ratten, Hammelfleisch, also eine breite Palette von kreativem Futter. Die Falken sitzen nur da rum und warten auf meinen Kollegen. Teilweise sind die Greifvögel sehr persönlich, sehr einkennig. Das heißt, ich locke alles mal wieder ein. Ich locke hier ständig die Futter. Keiner kommt, mein Kollege schaut drauf und alles fliegt hinterher. Das ist halt so, kann man noch nicht steuern, muss man einfach so akzeptieren. Ja, die Geier suchen die aus großer Höhe den Boden ab nach toten Tieren. Das heißt, sie haben ein gutes Auge, haben natürlich alle drei Vögel, aber die Geier, die können aus 1000 Meter Höhe Stück Fleisch am Boden erkennen, hey, was nicht größer ist als ein 2-Euro-Stück. Man sieht aber auch andere Greifvögel hoch am Himmel kreisen, das machen sie aber nicht, um nach Nahrung zu suchen, sondern wenn sie unten sind. So, jetzt haben wir noch einen Nachtgreif dazu geholt, das ist der Uhu, unsere größte heimische Eule. Auf der Uhu ist ein kräftiger Jäger. Er fängt draußen Beutetiere bis Hasengröße. Aber was viele nicht wissen, das sind auch andere Greifvögel. Wie Wanderfalke, der Weiche. Ein gezähntes Tier. Damit können die Beutetiere überraschen. Diese Überraschung zugreifen. Die sagen natürlich auch überwiegend in der Morgen- und in der Abenddämmerung. Und beim Orden ihrer Beutetiere, da verlassen sie sich ganz vielfach nur auf ihr gutes Gehör. Sie können natürlich das vorhandene Rest nicht so gut auswählen, so wie sie sehen, dass sie Hindernissen ausweichen können. Und man sieht auch bei den Eulen, da sind ja die Augen nach vorne gerichtet und starr. Wie bei den meisten anderen. Man meint, die Eulen werden immer nur nachts unterwegs, das ist aber nicht richtig. Es gibt also nachtaktive Eulen, Leiereule. Es gibt die Dämmerungsaktive, wie hier der Uhu. Und es gibt auch tagaktive Eulen. Das kann man so ein bisschen an den Augen festmachen, wo sie zuhören. Die Nachtaktiven haben in der Regel dunkle Augen. Die Dämmerungsaktiven, hier wieder Uhu, schönen roten, ganz einfarbenen Augen. Die tagaktiven Eulen haben dann in der Regel gelbliche Augen. Der Uhu war auch mal vom Aussterben bedroht, aber durch die Zucht- und Ausbildungsprogramme konnten dann die Bestände hier aufgebaut werden. Heute gibt es wieder so ca. 850 Brutpaare in Deutschland. Und der Uhu ist auch Brutvogel hier im Nationalpark Kellerwald. Ja, so kommen wir zum Ende unseres Trainingsprogramms. Wir hoffen, Sie haben alle einen Eindruck gewonnen, wie wir mit den drei Vögeln arbeiten. Die jungen Gäste, aber auch die Großen, wer möchte, hat jetzt noch Gelegenheit, wir streicheln mal hier am Rücken wieder beim Uhu selber festzustellen, wie weit es ist, ganz auf der Nähe zu sehen. Ich komme mit dem Uhu nochmal die Reihe links, brauchen wir keiner hinterherlaufen, keiner hinkommen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihren Besuch, wünschen auch schönen Rundgang. Vielen Dank. Das habe ich jetzt ganz selten. Das ist damals schon mal gemacht. Ach, jetzt wollte ich nur.
Guten. Komm, wir gehen da runter. Auch nicht gut. Warum nicht? Hier, guck mal. Oh. Ja, das ist Schauen wir mal.